ich lag im Schwarz und jemand flüsterte, sie ist an Krebs gestorben, Krebs. Und ich war wie an Beerdigung von mir und alles war schwarz. Und ich weinte so arg im Traum, weißt du, so die ganze Seele zelebriert, so dieses Trauen, schade. Und dann war ich wach und wenn du liegst, so diese Augenhöhlen, die waren alle gefüllt mit Tränen. Und das hat mich so bewegt. Also das war praktisch 7 Monate, nachdem ich das getastet habe. Und so sehr hat mich das auch nicht beschäftigt. Der Arzt hat gesagt, es ist ja nichts Schlimmes. Und dann kam ich zum Arzt wieder und habe gesagt, wissen Sie was? Einen fabelhaften, wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, ganz je nachdem, wann du dir dieses Podcast-Interview anhörst. Hier ist wieder dein Marc, Marc Chapoutier alias Knochenmark zu diesem Podcast, das Leben lehrt, beziehungsweise Geheimnis mentaler Stärke. Und heute habe ich wieder einen so großartigen Gast hier zu meiner Rechten, zu deiner Linken. Das ist die liebe Maria Egorova, ist heute dabei. Schön, dass du da bist, Maria. Danke dir. Danke dir, Marc. Vielen Dank. Hallo zusammen. Ja, wenn du gerade die Frage stellst, wer ist denn Maria? Ich kann dir sagen, Maria ist zunächst mal eine psychologische Beraterin und eine Personal Coach. Sie hat Krasses im Leben erlebt, hat schon mit dem Krebs eine Vorerfahrung gehabt und heute lebt sie ihr Wunschleben, so wie ich das so mittlerweile mitbekommen habe. Doch wie sie das gemacht hat, was ihr Geheimnis mentaler Stärke ist, wo sie heute steht, wo sie in Zukunft hin möchte und wo sie herkommt, das erfährst du in diesem Podcast-Interview. Also bleib dran, es wird sehr, sehr spannend. Maria. Yay, let's go. Let's go. Bevor wir auf das Thema zu sprechen kommen, die Erkrankung, die du hattest, die dich sehr geprägt hat, lass uns mal zunächst mal in die Vergangenheit reisen. In deine Vergangenheit, nimm uns mal mit, wie bist du groß geworden? Ich habe schon mal rausgehört, du bist nicht in Deutschland groß geworden, du bist erst mit 20 nach Deutschland gekommen. Wo hast du denn vorher gelebt? Woher kommst du? Wie war deine Kindheit? Nimm uns da mit. Vielen Dank, dass du daran fragst. Ich komme aus Russland. Es gibt so einen wunderschönen Staat Samara, der liegt an Wolga. Der ist relativ groß, 1.400.000 Einwohner leben dort. Da gibt es viele Universitäten, da kommt auch viele Sachen, was mit Kosmos zu tun haben, Allwelt, was da Russland sehr vorne ist. Das kommt vieles aus Samara. Meine Tochter heißt Samara, apropos, genau nach der Stadt. Und dort komme ich her, also mit 20, also vor 11 Jahren, ich war knapp 21, kam ich nach Deutschland und lebe seitdem in Deutschland. Meine Kindheit habe ich in Samara verbracht. Ja. Es war mehr als bewegend, es war sehr oft traurig, sehr grausam, sehr gewaltig, sehr unschön einerseits, aber ich denke, ich hätte das niemals überlebt, was mir später dann passierte mit Krebs, wenn ich diese Einstellung nicht gewohnt war. Ja. Kannst du uns nochmal mitnehmen, wenn du sagst, das war grausam, das war keine schönen Erinnerungen? Hast du Lust, mal mit uns eine Anekdote zu teilen, damit wir so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was du erlebt hast? Ja, Anekdote heißt in Russland etwas, was mit Humor erzählt wird. Aber ich kann es mit Humor erzählen, das würde aber eher dann irgendein Schutzreaktion sein eher, weil das ist schon, wenn es um Kinder geht und Gewalt, dann ist es ganz wenig zum Lachen, ich glaube. Deswegen ist es sehr schönes Thema an sich, sehr wichtiges Thema und ich spreche darüber sehr offen. Ich habe auch in Instagram 4 Posts darüber gewidmet, wie grausam und schwer es war. Und erzähle ich ganz bisschen hier, was ich da unten verstehe. Ich bin in einer Family aufgewachsen mit einem Papa und mit Mutter bis 9 Jahre. Ich hatte und habe auch 2 ältere Brüder in meiner Familie. Aber es ist so passiert, dass ich mit Papa tatsächlich aufgewachsen bin. Ich bin nachts geflüchtet von Mama mit 8 oder 9. Und dann musste ich bei Papa bleiben, weil da zu viel Gewalt war, zu viele Verhaltensweisen, die ich damals als normal gehalten habe im Kopf.
Aber tatsächlich, dass mein Körper spürte, dass es jetzt an Grenzen ist. Also ob ich das überlebe oder nicht, nächste Tritt ins Gesicht, nächste Gewalt oder nächste Nacht, die ich wieder nichts esse. Und das hat mich einfach irgendwie Signal gegeben, dass ich muss jetzt sofort flüchten. Und irgendwann bin ich geflüchtet dann nachts und dann musste ich bei Papa bleiben, weil es war einziger Ansprechpartner in dem Sinne. Ja. Ach, verrückt. Also wirklich da krass Gewalt erlebt. Man kann nicht vollkommen nachvollziehen. Da ja, ich auch in meiner Kindheit da einiges in der Richtung erlebt habe, jetzt nicht an mich selbst, sondern immer passiv. Also ich habe gesehen vor meinen Augen, wie Gewalt entstanden ist. Wie schaust du denn heute da zurück auf diese Phasen, wo du da viel Gewalt erlebt hast? Ich bewundere mich, dass ich das Ganze überlebt habe. Deswegen gibt es für mich auch, glaube ich, in meinem Beruf so mehr Verständnis und Empathie zu Menschen, die Ähnliches erleben. Oder sogar viel mehr so Anspruch auf Menschen, die weniger erlebt haben und die irgendwie trotzdem sehr hohe Ansprüche im Leben haben bezüglich, ja, ich akzeptiere es nicht, aber ich möchte glücklich sein, so in der Art. Das hilft mir irgendwie, diesen Span zu finden, dass ich für Klienten zum Beispiel genug streng bleibe oder direkt und sehr kongruent und gleichzeitig sehr viel Empathie da schenke. Jetzt zurück zur Frage. Frage, was war die Frage genau mit Kindheit? Genau, wie du darauf zurückschaust heute. Genau, und ich schaue zurück mit Dankbarkeit. Das kann ich sowieso nicht ändern, dass ich zwei lebende Eltern habe, die mich als Prinzessin ansehen und auf mich aufpassen, dass bei mir das Beste gibt, was die nur geben können. Und nehme das als mein eigenes Leben. So, das ist, ich kann es nicht ändern, ich meine, schön ist es nicht, aber gleichzeitig ist es irgendwie trotzdem grandios, wie gesagt, weil als kleines Kind wächst du normalerweise anders, also selbst wenn ein bisschen Gewalt da ist, dann ist es auch irgendwie okay, wenn die Eltern sich trennen, dann ist auch doch okay und so. Aber das ist so krass, wie es bei mir war. Ich denke mir, oh, das ist ja was Besonderes. Puh, das hatte niemand. Ich bin wieder besonders. Weißt du, so. Ja, ich nehme es sehr positiv, auch wenn ich ganz genau weiß, es ist sehr traurig. Lieber sollte das nicht passieren. Ich gebe es nicht weiter an meine Kinder. Also schon mal an der Stelle vielen lieben Dank auch gerade für deine Offenheit. Ne? Wir haben gerade 3-4 Minuten eine Podcastung gerade aufgenommen und schon geht's gerade ganz, ganz tief in deine Persönlichkeit, in deine Erfahrung und das ist nicht selbstverständlich. Danke dir an der Stelle. Okay. Wenn wir gerade jemand haben, der oder die gerade zuhört und gerade wie denkt oder fühlt, oh, das habe ich auch erlebt, aber negativ zurückschaut und nicht so wie du gerade positiv zurückschaut, was kannst du dieser Person mitgeben, damit die lernt, es positiv zu sehen? Also ich würde anders agieren. Ich würde sagen, schau doch weiter so und geh. Weil danach bleibt was. Weil ich denke, diese Person hat schon mehrmals gehört im Leben, weißt du, versuch positiv zu sehen und das, aber weißt du, du hast überlebt und das ist, weißt du, wenn du noch nicht so weit bist, dann gibt's, bleibt nur so ein Argument oder so ein Verhalten zu vorgehen. Einfach sagen, okay, das ist doch dein Wahl, kannst du auch so gucken weiter, ja, und dann weckt bei jemandem was und dann versucht man irgendwie zu schauen, dass, ja, warum hast du gesagt, warum jetzt nicht wieder trösten, ja, das würde ich, so würde ich vorgehen. Sehr, sehr schön, cool, danke dir. Grausam, oder? Lass uns dann mal wieder zurück dann in deine Vergangenheit und nimm uns mal mit, wie bist du denn groß geworden? Du warst ja in Russland bestimmt in der Schule. Wie war denn dort die Schule in Russland? Was für ein Mädchen warst du denn in der Schule? Ich sah wie ein Junge aus. Ich hatte kurze Haare. Ich wollte so wie Eminem aussehen, mehr oder weniger. Okay. Ich bin mit einem Mann aufgewachsen, also mit meinem Papa, der als viele russische Männer sehr zurückhältig mit seinen Emotionen, relativ kalt, aber innen drin ist er warmherzig. Er hat sich sehr um mich gekümmert, aber das hieß, dass ich um 10 zu Hause sein muss oder früher sogar um 9 und da gibt es keine Wenn und Aber und keine Übernachten irgendwo. Also sehr, sehr streng. Und gleichzeitig, der hat mich immer zum Tennis gefahren und wir konnten kein Tennis leisten, aber ich war so gut, dass Start für mich dann
vieles übernommen hat. Und, aber er hat das alles durchgesetzt und er hat immer für mich was vorgekocht, dass ich im Auto das schnell esse, bevor Training, Leistungstraining anfängt. Und jetzt sehe ich das super schön. Er hat tatsächlich für mich gekümmert, dass mir nichts passiert, gehütet. Aber so viel Liebe und Emotionen bekam ich nicht und ich habe sehr viel Gewalt mit meiner Mutter erlebt, so dass ich viele geschlagen habe in der Schule. Also ich war sehr gewaltig, wenn mir was nicht gepasst hat oder sogar wenn jemand groß hat ein Kind beleidigt oder geschlagen. Ich konnte es nicht tolerieren. Ich wusste, dass ich jetzt zurückgeschlagen werde, aber ich werde jetzt antworten. Und das war schon sehr brutal. Also ich war bei Polizei schon mit 10, mit 11 unterwegs. Ich hatte exzellente Noten. Ich war wirklich sehr gut in der Schule. Und ich war schon prominent wegen meiner Fernsehkarriere und Tennis. Deswegen, es war sehr schwer, mich rauszuschmeißen aus jeder Schule. Aber ich war in 6 Schulen in meinem Leben und in 8 Klassen und immer wieder wegen familiärer Geschichte musste ich wechseln. Mhm. Aber genau, die Schulen an sich können mich nicht wirklich rauswerfen, weil es irgendwie doch wertvolle Studenten war, die doch unterwegs ist und die bekamen so dankbare Briefe aus Moskau, aus Fernsehen, so das ist so toll, dass sie so eine tolle Schule haben und so weiter. Ja, aber ich habe sehr viel Gewalt ausgeübt und ich weiß, wo es herkommt, du weißt wahrscheinlich auch, es ist 1+1=2. Und in 90er bin ich groß geworden, also ich bin 89 geboren, das war eine der schwersten Zeiten in Russland, wo es eine große Krise war und natürlich auch Mafia und sehr viel Gewalt auf den Straßen sonst, Menschen starben, man war getötet sehr oft und meine Familie war auch zeitlang in Gefahr, weil da sehr einiges gelaufen ist, was nicht laufen sollte und ja, deswegen überleben musste man jeden Tag. Und als Kinder waren wir nicht mehr wirklich, weil wir schon so stark waren, dass wir einfach für alle Situationen vorbereitet waren. Ja, so war mein Kindheit. Wow, verrückt. Also Leistungssport, Tennis getrieben, aber auch sehr bestimmend. Auch du hast keine Angst gehabt, dich durchzusetzen. Oder ich habe rausgehört, dich auch für Gerechtigkeit einzusetzen. Ist das richtig? Mhm. Ja, das war mir mein Fall. Also es war nicht so, dass ich jetzt gemobbt habe, sondern das war eher umgekehrt. Ja, das heißt, wenn du gemerkt hast, das ist irgendwie nicht gerecht, dann wozu ging es ab? Aber anstatt Worte eben mit gleichen Antworten. Ja. Was würdest du den Eltern mitgeben, die vielleicht das gerade erleben, deren Kinder gewalttätig sind? Weißt du, ich denke, dann ist genau das, wenn sie merken, dass die Kinder am ehesten eklig sind, dann brauchen die am ehesten die. Das merkt man schon, wenn die neu geboren sind, dass die genau dann was anstiften und weinen und was kaputt machen, dann sadistische Phasen, in diesen Analphasen von Freud und weiter später. Genau dann, wann eben das Kind irgendwie sich verhält auffällig, dann ist genau der Zeitpunkt, wo die da sein müssen. Man soll es nicht sehen als, ach, was für ein böser Junge, was für ein böses Mädchen. Man soll sehen, ach, irgendwo haben wir jetzt einen Moment verpasst, guck mal, lass uns lieber canceln da ein paar Termine, ein paar Veranstaltungen, lass uns lieber was mit Kids unternehmen, da brauchen die uns gerade. Ja, das ist ein Zeichen für Eltern. Wow. Gerade super schön erklärt und auf den Punkt gebracht eigentlich, sobald das Kind ein auffälliges Verhalten hat, heißt es für die Eltern, ey, schau hin. Ja, schau ganz nicht genau. Weg, schau nicht weg, versuch nicht irgendwie irgendjemanden zu nehmen, der das Ganze wieder gut macht, sondern nimm dir Zeit, veränder was, schau, was dein Kind macht und versuch mit ihm zu reden und ihm Aufmerksamkeit zu geben, weil vermutlich ist es gerade ein Schrei nach Aufmerksamkeit, oder? Genau, ganz genau. Wow. Wie ging es mit dir dann weiter? Du hast dann ganz viele Schulen besucht, hast auch aber irgendwie auch so ein, habe ich rausgehört, so ein privilegiertes im Prinzip ja, Schülerleben gehabt durch deine Bekanntheit im Fernsehen und auch im Leistungssport. Wie ging es denn weiter, gerade in deiner Jugend, in der Pubertät? Nimm uns da mal mit. Wie hat dich das beeinflusst? Beeinflusst mich bis jetzt. Ich denke, alles, was ich dann an der Strategien für mich unbewusst ausarbeitet habe, habe ich dann tatsächlich im Erwachsenenleben genommen, weil an sich waren die nicht schlecht. Ich war zu erwachsen in der Kinderwelt und ich kam nicht mit Erwachsenen klar, weil die mir nicht erwachsen genug waren. Ich habe viel mehr gesehen als ihr. Bitte belehrt mich jetzt nicht.
und oder wo seid ihr gewesen, wo ich gehungert habe und Hilfe gebraucht habe, warum seid ihr plötzlich da mit eurer Mathe und Sachen, die ich sowieso verstehe, also dann bitte. Das ging dann weit. Ich denke, das war sehr toll, dass ich Schule mit 15 absolviert habe, weil mir langweilig war. Und dann dürfte ich in College studieren für eine, das ist eine so mittlere professionelle Reife in Russland, wo man dann früher gehen darf. Und man macht diese so Fachabi praktisch davor. Und dann geht man mit 15 oder ein bisschen später in ein College, wo man dann in 5 Jahren gebildet wird für irgendeinen Beruf. Dann ging ich in Sozialpädagogischen College in Samara und habe dann Englisch am Lehramt studiert. Ja, und das hat mein Leben sehr geprägt. Ich weiß sogar, wann das passierte. Wann du als diese Schule, von der man sowieso nicht erwartet, was aus ihr wird, zwar sie kann sie überall gut, aber sozial, guck sie doch an, sie respektiert Lehrer nicht. Und dann kam ich in der, in dem College, wo man mich mit sie begrüßt hat. Und da war ich, wow, so, sie, also, Maria, haben Sie oder möchten Sie? Und das war schon Abenteuer. Ich dachte, und das hat mir so imponiert. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das vollkommen verdient. Aber das war so überraschend so irgendwie. Und das gleichzeitig diese Verantwortung, das, was mir man mitgegeben hat mit diesem Sie, war irgendwie so, so, ich möchte es behalten. Ich zeige es euch, wie ich das kann. Und das war von heute auf morgen, war dann praktisch alles Wichtigste, was passiert in meinem Leben, das hieß Studium, das hieß Aktivitäten im Studium, guter Mensch zu werden, also sich entwickeln, dass diese Sie niemals vergeht. Ja. Wow, verrückt. Stimmt, wenn ich so darüber nachdenke, wenn man einen Jugendlichen sieht, dann gibt man ihm sozusagen Verantwortung. Mhm. Unbewusst. Ja. Spannend. Ja. Vertrauen auch, ja. Ja. Ist, ja. Nicht vorgespielt, aber so richtige Sie, es kann Leben enden, wie in meinem Fall. Auch hatten wir Professoren, die erstes Mal uns sehen, die sagen, okay, jetzt lerne ich euch kennen, ich habe eine Liste, so Maria Egorova, Anton, bla bla, Anatoli, das, das, Kola, das, das. Und dann, am nächsten Mal, konnten wir alle Namen wissen, alle Nachnamen. Und dann siehst du und du denkst, oh mein Gott, also das schenkt dir wieder so, der hat erinnert meinen Namen und alle Namen von uns in einem Mal und das schenkt wieder so viel Respekt und Verantwortung. Ja. Was hast du da für dich in dieser Lebensphase für dein Leben gelernt? Im College-Leben? Das war beste, schönste Zeit meines Lebens. Ich denke, das war, ich habe ein Lied auch geschrieben, SSPK Nasch Dom, das bedeutet SSPK ist Name von diesem College und Nasch Dom heißt unser Haus, unser Zuhause. Und das Lied ist bis dato ist Hymne von dem College. Und da sind auch die Worte, dass das ist wie unser Zuhause, wir kommen, da weißt du, das ist die Teil, du kommst mit 15, du bist noch nicht so 18, 20, wo du an der Uni bist. Aber du wachst durch diese Jahre mit Verantwortung. Wahnsinnig. Also mit 20 war ich so aufgebaut, so stark. Ich war schon arbeiten da, ich habe schon da Geld verdient. Ich war schon richtig nicht das Mädchen, wo ich mal war. Deswegen für mich, es war die schönste Zeit meines Lebens, wo ich gehört war. Ich konnte mich aussprechen, wo ich Probleme zu Hause hatte, musste ich mein Zuhause verlassen. Und dann da war ich unterstützt und gehört, wo ich mich kreativ erleben dürfte, auch auf der Bühne oder was zu schreiben oder was zu publizieren oder in Wissenschaft aktiv zu gehen, dass da alle diese Türen waren auf einmal geöffnet und gebraucht. Das war wirklich super schöne Zeit meines Lebens. Ich habe mich kennengelernt durch und durch, meinen Glauben gewonnen und was richtig und falsch im Leben verstanden. Sehr bewegende, wichtige Zeit meines Lebens. Wow. Wie ging es dann weiter? So, weiter habe ich mich verliebt in einen deutschen Mann, der 5 oder 6 Jahre älter als ich war. Und wie alt warst du da? Ich war 20 oder 19, so im Dreh. Und er war 25 oder 26 und wir haben uns verliebt und kennengelernt. Und er hat mir ziemlich schnell einen Heiratsantrag gemacht und somit haben wir entschieden, dass wir nach Deutschland kommen. Beziehungsweise er lebte schon in Deutschland und ich kam dann dazu.
aber nicht, also zwar so für heiraten, aber wir haben schon gleich den Plan ausgemacht, dass ich an der Uni studiere, dass ich nach dieser Ausbildung weiter Journalismus doch mache, weil ich das so viele Jahre gemacht habe. Und dann war ich in Deutschland, ja. Okay, also daher der dein Wohnortswechsel und Landwechsel. Ja, ja. Wegen der Liebe. Ja, wegen der Liebe. Ja. Und wo standest du da zu dem Zeitpunkt, dass du dann deine Liebe kennengelernt hast und dann nach Deutschland gezogen bist? Warst du da schon fertig im College? Hast du schon studiert? Wie standst du denn da beruflich oder in der Ausbildung? Ich war tatsächlich schon fertig mit meinem Studium. Ich war 19 und dann im Sommer 20 geworden. Ich habe ihn dann demnächst kennengelernt und praktisch, ich wollte weiter studieren in Russland, habe auch was angefangen und das war gerade die Phase, wo wir uns kennengelernt haben. Und es stand auch nicht zu debatten damals, ich weiß nicht, das war so alles so easy. Ich liebe ihn bis Ende der Welt. Und das war alles so leidenschaftlich, so ehrlich und so offen und naiv. Sehr schön eigentlich, dass man bereits war, dann tatsächlich das, was man angefangen hat, zu verlassen. Aber mit College war ich fertig. Und der Mann, mit dem ich dann damals zusammen war, hat sehr, sehr an mich geglaubt. Und alles, was ich gemacht habe, hat er begrüßt. Deswegen hat er mich ganz stark unterstützt mit Studium hier. Hat gesagt, hier gibt es die Optionen, mach das. Ich habe gesagt, dann mache ich das. Und als wir dann doch nicht mehr zusammen waren, war ich an der Uni, war er trotzdem so mental da und hat gesagt, weißt du was, bevor du zurückgehst, mach doch das zu Ende und das ist dein Ding. Und ja, ich bin ihm nach wie vor sehr dankbar, auch wenn wir gar keinen Kontakt seit Jahren haben, ja. Aber dass er so eine Riesenrolle in meinem Leben gespielt habe, das werde ich nie vergessen. Mhm. Bevor du deine erste Liebe da kennengelernt hast, dann nach Deutschland gezogen bist, was wolltest du werden? Was wollte denn die Maria werden in der Zukunft? Hast du da schon ein Bild von dir gehabt? Ich wollte eine große Familie haben, viele Kinder. Ich habe gar nicht so an Beruf so gedacht, weil ich hatte eh das immer. Für mich war es nicht so was, dass man das unbedingt jetzt irgendwie extra Zeit investieren soll, weil das läuft ja parallel. Aber größter Traum war Family, Kinder, glücklich, verheiratet. Nur so habe ich mir das vorgestellt. Das war so oberste Priorität. Deswegen ging ich eben nach Deutschland. Sehr schön. Ja, nehmen uns mal mit. Wie war es denn in Deutschland? Oder zunächst mal, wie lange warst du denn mit deiner ersten Liebe zusammen? Wir waren ein Jahr zusammen. Wir waren nicht so lange zusammen. Okay. Ein Jahr bisschen vielleicht mehr. Ja, und wie war so das erste Jahr in Deutschland? Hast du mit Deutschland schon Berührungspunkte gehabt? Konntest du schon Deutsch? Hast du es in der Schule gelernt? Oder? Weil ich finde es immer spannend gerade, weil ich ja selber auch schon halber Franzose bin im Prinzip. Und mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen, mit 5 Jahren nach Deutschland gekommen bin und kein Deutsch konnte. Und das ist immer wieder so eine ganz besondere Phase in einem Leben eines Menschen, wenn er auch gerade, wenn man 20 ist, wenn man von seiner Muttersprache, Land sozusagen, in ein neues Land reinkommt. Wie war es da für dich? Nimm uns da mal mit. Das war viel schwerer, als ich mir vorgestellt habe. Diese Romantik an Land zu wechseln, dann scheint es wirklich super easy im Kopf und ich hatte Energie schon, aber ich habe so viel Mentales getroffen, was ich als feindlich dann gesehen habe. Ich habe nicht gesehen, oh, es ist dann anders als bei uns. Ich habe das richtig, das hat mich so geschmerzt immer wieder. Ich gebe dir gute Beispiele. Sprache war nicht das Problem, aber irgendwo auch schon, weil Deutsch kannte ich nicht. Habe das hier am Goethe-Institut in Frankfurt gelernt, bin dann jeden Tag gefahren. Mhm. Und allein nicht lustig zu sein auf deine eigene Sprache, wie ich dann früher war, jeden zweiten Satz irgendwie so packen, dass man so zum Lachen bringt und selbst lacht. Und die Freunde, die für mich Family waren, waren auch nicht da und die haben nicht so oft angerufen und nichts Großes gemacht. Und das hat mich auch irgendwo verletzt und verletzt und verletzt. Aber niemand konnte was dafür, niemand wusste, dass ich verletzt bin. Dann war ich ja schon 20 hier oder 21 und dann die Freunde von meinem damaligen Verlobten haben damals auch verwunderlich gefragt. Du Lehrerin, Englischlehrerin, du bist jetzt 21, also wir sind hier alle Doktoren, wir sind hier alle so schlau und cool und fast 30 und du.
Und das hat mich immer so verletzt. Heute würde ich das nicht darauf reagieren, aber das hat mich so irgendwie gekränkt. Ach so, hier darf man nicht mit 21 so erfolgreich und intelligent zu sein. Hier bin ich noch ein Kind und werde als Kind behandelt. Niemand vertraut mir, weil ich irgendwie eine Russin bin, die mit einem reichen jungen Mann zusammen, weil er Kohle hat. Und das habe ich ständig nur so gehört, angenommen, bis ich tatsächlich, ich war so verkränkt, obwohl mir niemand tatsächlich hochwahrscheinlich was Schlechtes gewünscht hat. Aber diese Vorurteile habe ich an mich so geklebt und gegen den jeden Tag gekämpft. Und das war so feindlich mir gegenüber. Und ich war so gekränkt. Also ich weiß es, jeden Tag, das war sehr schwer zu bewältigen. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Habe das auch passiv miterlebt, wie meine Mama als alleinerziehende Mama nach Deutschland gekommen ist. Und ja, die hat auch viel auf Gegenwind ist sie da gestoßen. Weil sie war ja halt jung, Mitte 20 war sie da, Mitte, Ende 20. Und hat da viel Gegenwind bekommen. Wie kann sie nur als alleinerziehende Mama noch irgendwie noch nebendran arbeiten? Es geht ja gar nicht, etc. Ja, so genau, was du beschrieben hast. Mhm. Irgendwie ist das verrückt. Warum ist das denn so? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Ja, glaube ich, wir werden das niemals beantworten, tausende Antworten, aber jetzt, heutzutage bin ich wie deine Mama damals und ich gebe Beispiel und Vorbild, wie es sein kann. Und damals, ich dachte, nee, die sind 30, die wissen es besser, die haben reiche Eltern, dann natürlich haben die viel mehr Kraft und Macht im Leben. Ich habe es irgendwie alles so gesehen und übernommen, aber innerlich habe ich gekämpft, ich sage, das gibt's doch nicht, nein, das stimmt doch gar nicht. Du bist 21 und da bist du privilegiert und so geliebt und mit dir lacht man und man vertraut dir und alle mögen dich und so. Und warum ist hier dann doch nicht so? Ja, also heute weiß ich, wie ich damit umgehe. Ich denke, das ist die einzige wirklich richtige Strategie in dem Sinne, weil das zu hinterfragen, warum los, das ist deren Sache. Da kannst du nicht jeden ändern und zum Coaching anbieten, lass mir deine Einstellung im Leben ändern. Ja. Das kostet bei uns Geld, Marc. Lass uns ehrlich und offen sagen. Ja, vollkommen, bin ich ganz bei dir. Ja, spannend. Gerade diese Phase, gerade wenn man aus dem Ausland nach Deutschland kommt, dort sich eine neue Existenz aufbauen möchte, will man auch irgendwie integriert sein oder sich selbst integrieren, neue Freunde bekommen. Und wenn man merkt, irgendwie, die ticken alle anders als ich und so wie ich bin, irgendwie komme ich nicht gut an. Es ist natürlich auch schwer, da muss man sich irgendwie auch zurücknehmen, sich verändern. Mhm. Inwiefern hast du dich denn verändert, dadurch, dass du ins Vietnam gekommen bist? Das spricht mir so aus der Seele. Irgendwie genau das, was ich jetzt vielleicht für mich jeden Tag überlege und wie ich mir meine Krankheit später erklärt und so, sagst du schon in der Frage. Ich habe mich tatsächlich sehr viel verändert, um anzupassen und besser zu sein. Jetzt ganz komischen vielleicht jetzt Beispiel für die, die uns anschauen, aber versuchte das nicht vorzuteilen. Es kommt ein Mädel, die mag Pelz tragen im Winter, die legt viel Wert auf Aussehen und strebt nach Erfolg oder ist gewohnt auch zum Beispiel Champagner zu trinken und dann auf eine Party an der Mainz-Uni, alle bringen irgendein Alkohol mit. Und dann komme ich mit 21 mit einer Flasche Champagner. Und da Sätze wie, oh, wie dekadent, oh, wie dies, oh, wie das. Und dann bist du so, ey, also du kommst praktisch mit deiner, also in Deutschland ist es so offen, wir müssen die Leute akzeptieren, nicht vorurteilen, ja, aber gleichzeitig Pelz nicht tragen. Champagner ist dekadent und wenn es Russen ist, dann ist sie so und so und so. Und dann versuchte ich irgendwann dann tatsächlich mich anzupassen, weil mir teilweise so peinlich war, weil alle waren anders. Und selbst die Russen, die da waren, die haben sich teilweise auch geschämt, irgendwas zu oder so, noch so zu denken, als sie gedacht haben. Und viele haben verstanden natürlich, dass es eher deren Denkensweise. Für mich blieb es unverändert. Aber ich habe mich gewaltig dann verändert. Also dann praktisch Pilzmantel, ihr hängt da, du kommst nicht mehr raus, aber schöne Erinnerung. Dann Champagner nur an bestimmten Tagen, nur weil es so, keine Ahnung, fast Hochzeit muss passieren oder irgendein Geburtstag, Jubiläum. Und dann habe ich Stück für Stück mich verändert. Dann weniger erlaubt mir so zu denken, wie ich dann tatsächlich denke. Weniger so zu sagen, wie ich dann würde sagen wollen. Gleiche Scherze kann ich jetzt nicht einbringen, weil hier würde es jemanden verletzen.
Ja, das war eine große Veränderung und das Schlimmste war für mich Geschwindigkeit. Das ist ein sehr guter Point, Geschwindigkeit. Du bist auch 32 und hast auch sehr viel erlebt und gelebt. Vielleicht sagt man dir auch sehr früh oft, mach doch nicht so schnell. Maria, also pass auf dich auf. Also bitte, bitte nicht so schnell. Also Publizistik ist sehr, sehr, sehr schwer. Bitte nicht so schnell, pass auf dich auf. Und dann, anstatt Vertrauen, oder man denkt, der passt auf dich auf, der gibt dir so ein Missvertrauen mit, weil der ist nicht sicher, dass du das verdammt schaffst, weil in Deutschland ist es bloß, Studium ist so schwer, bloß ist alles nicht so schwer und nachgedacht und bla 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 bla. Aber ich war dann anders. Für mich, Geschwindigkeit ist fast wie meine Haut. Ich fieber damit, als würde man mir einreden, dass ich black bin oder dass ich blond bin oder dass meine Augen blau sind oder wie auch immer. Das ist für mich so wichtig, dass ich meine Geschwindigkeit zu lieben, zu studieren, zum Joggen, zum Fahren im Rahmen der Möglichkeiten fahre, so wie ich das möchte. Total spannend und eigentlich könnte man da noch tiefer einsteigen, aber da würden wir 100% den Rahmen sprengen unseres Podcast-Interviews, weil eigentlich kommen wir gerade in das Thema Integration, da könnte man sogar ein bisschen in die Politik reingehen, warum dann zum Beispiel oft Russen miteinander in Deutschland nur Russen mit Russen zusammenleben, warum Türken nur mit Türken zusammenleben, warum Kroaten nur mit Kroaten, Italiener nur mit Italiener, genau deswegen und dann haben wir keine Integration mehr. Möchtest du dazu vielleicht noch zwei, drei Sätze sagen, wie du dazu stehst? Und dann machen wir weiter. Okay. Ich kann dir sagen, ich gehöre nicht dazu, Russen mit Russen. Ja. Gar nicht. Im Gegenteil, ich meine, WG, was ich gegründet habe, bestand aus Deutschen. Dann auch weiterhin, ich glaube, ich habe keinen einzigen russischen Freund gehabt. Wenn dann, sorry, russische Freunde, dass ich vergessen habe, aber ansonsten ist es, und auch ist es nicht proaktiv, dass ich das suche. Es passiert einfach so, weil ich tatsächlich integriert bin. Es ist viel weniger Russen unterwegs als Deutsche. Ja. Gehöre ich nicht dazu und bin auch so glücklich. Ob das jemand mitnimmt oder nicht, ist es seine Sache. Ja. Was kannst du einer Person gerade empfehlen, die gerade zuhört, die vielleicht auch gerade wie du mit Anfang 20 nach Russland gekommen ist, wegen einem Freund, wegen einer Liebe, auf einmal ist sie alleine und weiß aber nicht, soll ich mich verändern, um in dieser neuen Kultur, in der ich jetzt gerade lebe, mich anzupassen? Oder soll ich eher Menschen suchen, die meine Kultur haben, die ich durch meine Erziehung mitbekommen habe? Aber die Person will aber integriert werden, die will in diesem neuen Land, in Deutschland beispielsweise, ja, auch Fuß fassen. Was kannst du dieser Person mitgeben, damit sie das schafft? So unterschiedlich sind Kulturen nicht. Die haben auch Kartoffelsalat. Wir essen auch ganz viel Mayonnaise und sonst was und Bier. Und Deutschen trinken genauso viel oder sogar mehr. Also ganz und ganz ehrlich, dann hat man mit falschen Menschen zu tun, wenn da sich ändern. Und seine Grenzen zu ziehen. Ich meine, solange du noch legal das alles machst, dann mach das. Und es gibt Gründe, sich zu verändern, wenn du besser werden möchtest, selbst, aber nicht für jemanden anzupassen. Das war der größte Fehler, was ich gemacht habe. Und ich habe es wirklich mit Herzen genommen. Ich habe mich ändern wollen, damit ich für andere wirklich besseres Leben schaffe und für mich auch, weil anders sei ich nicht. Aber es gibt andere Wege. Bitte ändere dich nicht, würde ich sagen. Oder ja, verliere dein wahres Ich nicht. Das ist, glaube ich, ja. Assimilieren ist toll, wichtig, Sprache verdammt wichtig, aber dein inneres Ich, wenn du, ja, kenn deine Grenzen. Ich hätte das viel sagen können, ja, weiter. Ja, danke dir auf jeden Fall dafür. Lass uns mal weitermachen. Dann warst du in Deutschland, du warst allein in Deutschland, aber ich weiß, du hast eine Tochter. Das heißt, da ist was passiert. Nehmen wir uns mal mit, was ist passiert? Ja. Ich hatte schönes, aktives Leben gehabt. Ich war viel unterwegs bis 25. Viele haben auf die Welt gesehen, viel verreist, sehr schnell studiert. Dann finanzierte mein Studium durch sehr viel Arbeit. Noch zusätzliche Sachen habe ich gemacht auf Honorar, alles, was mit Journalismus zu tun hatte, war damit verbunden, also extrem viel und sehr aktiv und da konnte ich, wie man ja schon sagte, jeden Mann aussuchen, weißt du, da war Dates, wo du Hunger hast und denkst,
jetzt nehme ich den Date an, ich gehe mal essen. Und dann hast du Unterhaltung, du isst schön. So sah mein Leben aus und war sehr schön und aktiv. Viele Partys, aber auch viel Lernen. Und dann ich war befreundet mit Samaras Vater. Nicht sehr eng, aber schon sehr gut. Und dann haben wir uns wiedergefunden. Und da stand zur Frage, ob ich jetzt nach Russland zurückfahre, weil mein Studium zu Ende ist. Und ich spreche viele Sprachen, ich habe so ein internationales Studium. Da werde ich blühen als Journalistin, wenn ich jetzt nach Moskau komme, ich zeige mein Diplom und dann, boah, alle werden. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich weiß nicht, wie er das heute sieht, aber ich denke, das war Grund für uns oder auch für ihn Gas zu geben und sagen, jetzt weißt du, bevor ich sie verliere, machen wir dann weiter und ich werde sie heimlich fragen, bevor unsere Eltern nach Hause fahren, ob wir heiraten. Hier ist ein schöner Ring. Und so haben wir entschieden, dass wir füreinander sind in sehr kurzer Zeit. Und dann haben wir Samara produziert und ziemlich schnell, bevor wir das wussten, passierten ein paar Streits, was man so hat am Anfang der Beziehung. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich packe die Sachen zusammen und tschüss. Und dann ein paar Wochen später habe ich festgestellt, dass ich schwanger bin. Mhm. Ja, und so ist Samara entstanden. Sehr schön. Nein, ich muss mit. Wie alt ist denn Samara heute? Sie ist 5 geworden. Mhm. Und du hast sie im Prinzip auch allein erzogen bis jetzt? Ganz genau. Ich habe sie tatsächlich nicht im Prinzip, sondern komplett allein erzogen. Bis 3 Jahre und 2 Monate kannte sie ihr Vater auch nicht. Mhm. Aber ich blieb sehr, sehr stur da. Ich habe immer wieder jedes halbes Jahr ihm angeschrieben und auch seine Mutter. Ich denke, die hatten andere Sorgen damals gehabt, für die wichtiger waren. Und dann hat ihr Papa erst reagiert, als Samara schon 3 Jahre alt war. Und als er gesehen hat, dass ich nach wie vor die Maria, die er kannte, hat er das sofort mit der Idee verliebt, dass er eine Tochter haben kann. Mhm. Das heißt, aktuell habt ihr einen guten Verhältnis miteinander. Deine Tochter ist oft beim Papa auch mal und auch bei dir, aber lebt bei dir und ab und zu beim Papa. Ist das richtig? Ja, der hat sogar mir schon jetzt 12 Bilder geschickt von mir, solange wir sprechen. Genau, sie ist gerade bei ihm, hat sehr viel Spaß. Sie liebt auch Papa sehr. Ich habe auch dagegen niemals was unternommen. Werde ich auch niemals tun. Ich werde auch jetzt, wenn ihr mich guckt, die verletzte Frau und verletzte Väter, verbittet euch für immer irgendwelche Einfluss zu nehmen. Sie hat sehr schöne Beziehung mit ihm, mir gefällt, was da passiert. Vater ist auch sehr, weißt du, der sagt mir, ich hätte keine bessere Mutter für mein Kind vorgestellt. Und das weißt du, das reicht für mich. Wenn er das Vertrauen mir schenkt, auch wenn er, ja, andere könnte sagen, ach, weißt du was, der war ja nie da, wie kannst du dir bloß so gleich ihm Chance geben und so. Nein, 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 nein. Das ist der Vater meiner Tochter. Es gibt keinen anderen Vater. Es gibt viele Männer, die sie auch begehren und sie lieben, die auch sie unterstützen würden. Aber es gibt nur einen Vater und eine Mutter. Und ich bitte um Respekt. Und er hat es verdient, nur weil er Vater ist. Und ich sehe das sofort, kommt zurück. Und diese Liebe, was Samara bekommt, ist wichtig. Mhm. Soll auch so bleiben. Wow. Finde ich sehr, sehr schön und auch sehr vorbildlich. Sehr cool. Lass uns mal den nächsten Step gehen, und zwar, du hast ja eine Erkrankung gehabt. Mhm. Welche? Was meinst du jetzt? Darf ich was dazu, eine Anekdote erzählen? Ja. Ich war vor kurzem operiert und mein Port kam raus, der ist noch sehr frisch. Und ich bin schon voll im Beruf und alles ist toll, jetzt ist 3 Jahre und ein paar Monate krebsfrei. Mhm. Und dann komme ich zu Anästhesiologe, damit wir mit ihm alles besprechen. Und er sagt, sie wirken auf mich ein bisschen komisch. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, nehmen Sie was? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was Sie meinen. Er sagt, ja, ich habe nach Allergien gefragt. Sie haben gesagt, Sie haben keine. Aber dann fehlten ein paar Minuten, dass Sie doch Allergie auf Chemotherapie hatten, wo Sie fast ums Leben gekommen sind. Ich habe gesagt, ja, aber ich wusste nicht, da steht ja Pollen, da steht Allergie auf Medikamente. Aber für mich Chemotherapie ist ja nicht so gängige Medikamente, deswegen, aber... Und er so weiter. Und dann sagte er, schreiben Sie hier, wo war das Problem noch einmal? Und ich gucke ihn an, welches Problem? Und er sagt, wissen Sie,
sie machen mich verrückt. Also sie wirken nicht so wie andere Krebspatienten, die nach 5 Jahren hierher kommen. Die sind immer noch sehr so geschlossen und so verkränkt und sie wissen ganz genau und bloß nicht das und ja, hier war Problem und das und sie müssen noch das wissen und sie so anders. Ich habe gesagt, wissen Sie, seien Sie froh, dass ich das so sehe und verarbeitet habe. Ich sehe es nicht mal als Problem. Wenn Sie mir das einreden, dass ich ein Problem habe oder hatte, ich sehe es so nicht. Und ja, dann gefeiert die Resilienz und so. Und dann haben die mich erfolgreich operiert. Deswegen sage ich dir, welche Krankheit. Ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Ich hatte eine Krankheit, ja. Brustkrebs, triponegativ, sehr seltener Form. Mhm. Der Tumor sah nach Fibroadenom aus. Mhm. War alles nicht einfach. Ja. Ja, wie alt warst du, als es gekommen ist? Was für einen Lebensumstand oder Situation hast du da gerade gehabt? Samara war schon 7, 8, 9 Monate alt, als ich gemerkt habe, dass in der Brust ein Ei fast ist. Ich habe das dem Arzt dargestellt. Er hat gesagt, es ist ein Fibroadenom, völlig gutartig. Das ist zwar 1 cm und 80 mm groß, aber macht dir keinen Kopf, ist alles bestens. Dann habe ich ihm gesagt, dass ich mir trotzdem so Sorgen mache. Er hat gesagt, habt ihr Krebs gehabt in der Familie? Ich habe gesagt, soweit ich weiß, eigentlich gar keinen. Mutter kenne ich nicht so gut, aber ich denke, ich hätte das gewusst, gekannt, mitbekommen. So, dann hat er mich nach Hause geschickt und dann alle 3 Monate wachste das Ding. Er hat es immer wieder gemessen, hat gesagt, alles toll, mach dir keinen Kopf, ist schon 3 cm groß, aber ist halt so. Aber er sagte, wenn du das rausnimmst, dann hast du eine riesen Delle in deinem Brust und dann mit 28 willst du das haben. Also ich war 28, zurück auf deine Frage. Ja. Und als ich dann einen Traum gesehen habe, ich lag im Schwarz und jemand flüsterte, sie ist an Krebs gestorben, Krebs. Und ich war wie an Beerdigung von mir und alles war schwarz. Und ich weinte so arg im Traum, weißt du, so die ganze Seele zelebriert, so dieses Trauer und Schade. Und dann war ich wach und wenn du liegst, so diese Augenhöhlen, die waren alle gefüllt mit Tränen. Und das hat mich so bewegt. Also das war praktisch 7 Monate, nachdem ich das getastet habe. Und so sehr hat mich das auch nicht beschäftigt. Der Arzt hat gesagt, es ist ja nichts Schlimmes. Und dann kam ich zum Arzt wieder und ich habe gesagt, wissen Sie was, meine Nichte in Russland, die ist schwer an Krebs erkrankt, mit Brustkrebs können Sie nicht mal prüfen. Ich mache mir Sorgen. Und dann hat er auch, er sagte, es ist ja kein erstes Grades Verwandtschaft, aber wenn sie schon so verrückt machen, dann machen wir eine Biopsie. Und dann ging es los. Bei Biopsie haben die mir auch so freundlich ausgelacht. Dann haben die nach 2 Wochen, also viel später als sie mussten, sich gemeldet mit sehr schlechten Nachrichten und dann ging es los. Samar war nur halb. Verrückt, verrückt, weil ich habe ja bis mittlerweile schon mehr als ein paar 70 Leute interviewt und davon habe ich auch einige Frauen interviewt, die Brustkrebs hatten und bei fast allen war es genau der Punkt, wo die Ärzte gesagt haben, ach, ist ja gar nicht so schlimm, das passt schon, es ist gutartig etc. Aber alle haben drauf gedrängt, gesagt, nein, nein, bitte schauen Sie, haben sogar das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen als Hypochonder sozusagen so ein bisschen gesehen worden sind, so sind aber ein bisschen hier so ein bisschen sensibel und viel zu ängstlich. Und unterm Strich war es gut, dass alle gesagt haben, ich will, dass aber eine Biopsie gemacht wird, weil ich fühle das nicht. Ja, also ich muss sagen, wenn ich diesen Traum und noch ein paar andere Sachen, käme es nicht dazu, und als es festgestellt war, war es schon 2. Stadium, weil der Krebs war schon riesig. Und der Anwalt hat damals gesagt, wissen Sie was, wenn Sie klagen wollen, dann gehen wir vor, aber Sie müssen damit rechnen, falls Sie sterben, dann kann Ihre Tochter 6-stellige Betrag gewinnen. Ansonsten haben wir schlechte Chancen. Und diese Klagen war auch ein bisschen eingeredet, weil ich sowieso diese Zeit nicht hatte, um jemandem zu klagen. Aber als ich angerufen habe, meinen Frauenarzt, der so lange gewartet hat, und ich habe gesagt, wissen Sie, ich brauche Beweisung dafür, ich brauche das, also ich möchte Sie sehen und ich möchte mit Ihnen sprechen. Er hat gesagt, wissen Sie, ich habe jetzt seit 2 Wochen meinen Kids versprochen, für Weihnachten jetzt ein Brandmal zu kaufen. Ich kann heute nicht, morgen kann ich nicht, aber nächste Woche verspreche ich Ihnen, dass ich da werde. Und ich stehe da im Krankenhaus, mir fließen die Tränen. Ich habe den Mann 7 Monate lang angesprochen und er sagt mir, weißt du, er möchte jetzt Versprechen behalten, was er Kids angesprochen hat, mit Weihnachten, dass er die Geschenke einkauft in Frankfurt.
Ich habe ihm das Monate später gesagt, als ich dann schon mit der Behandlung fertig war. Und ich habe ihm gesagt, ich verlasse ihn als Arzt. Ich habe keine schlechte Erinnerung mehr im Sinne von, ich bin nämlich sauer. Aber wenn irgendwo ein Mädel auftaucht wie ich, dass er wirklich darauf achtet, dass sie Sorgen macht, dass sie gecheckt sein muss. Und zweitens, ich habe ihm das dann erinnert. Und er sagte, wirklich, habe ich sowas gesagt? Ich habe gesagt, ja. Das haben sie so gesagt und ich bin ihnen nicht böse, aber das tut sehr weh. Oh, verrückt, verrückt, verrückt. Ja, wie stehst du heute dazu, zum Thema Ärzte? Weil na, es gibt ja manche, die sagen, ja, Ärzte, manche sagen, ja, sie sind Lebensretter. Wie stehst du dazu? Das sind Menschen, die sind genauso wie andere Berufe sachlich und menschlich. Manche sind sachlich sehr, sehr gut, menschlich scheiße. Manche sind genau umgekehrt, menschlich sehr gut, aber in jedem Beruf, es ist ein schweres Beruf. Ich gehe auch jetzt, ich habe jetzt vor, auch den Weg zu gehen, also ähnlichen. Ich beantrage ärztliche Überprüfung für Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich verstehe diese Verantwortung. Und ich möchte, dass, wenn Menschen mit Erwartung auch jetzt kommen, dass man sie heilt, dass sie diese Erwartung bloß am besten irgendwo also miteinander auseinandernehmen, also weil dieses genauso wie Wahrsagerin, das wäre, das würde ich jetzt Verantwortung auf Arzt übergeben für mein Gesundwerden. Mhm. Und da ist es verständlich, aber es ist nicht erfolgreich. Mhm. Und deswegen, ich behandle die so wie andere Menschen sozusagen. Ich erwarte da nicht viel. Ich kämpfe auch vielen Anwälten, die mich vertreten haben in verschiedene Gerichte. Ich habe selbst mit recherchiert. Beste Lösungen habe ich selbst gefunden. Ich habe die praktisch als Lösung mitgebracht. Die mussten das nur einpacken, wo schon im Gericht du sitzt und sagst, nimm doch so viel. Das ist doch genug, dass die so viel geben. Ich habe gesagt, nein, also nehme ich nicht. Wenn die so viele angeboten konnten, wie lange gewartet haben, dann warte ich noch. Und dann war plötzlich innerhalb ein paar Minuten noch bessere Lösungen für mich und so weiter. Deswegen, ich würde keinem Verantwortung für mein Leben geben. Ja. Und die Ärzte sind keine Goethe. Ja. Man muss gucken, ob es menschlich passt und man sachlich vertraut. Vertrauen gehört, das ist wie Business. Vertrauen muss dazu gehören, wenn du eine ausgesucht hast. Genauso kann ich Beispiel geben mit meiner Brust. Ich wollte 2 amputieren. Ich musste gar keine amputieren. Ich könnte brusterhaltende Operation haben, wo ich meine Brust behalten konnte. Und ich wollte gleich 2 operieren. Dann habe ich Antrag gestellt an meine Krankenkasse. Und die haben den abgelehnt, weil ich keine genetische Mutation habe. Es gibt also keinen Grund, die zweite gesunde Brust amputieren. Und ich bin heute eigentlich irgendwie d'accord und glücklich, dass ich nicht widerspreche das, was mal Schicksal kommt und sachlich Mensch erklärt, irgendwie auch wenn Wunsch da ist und man denkt, es ist vielleicht Bauchgefühl, aber man sollte dann abwarten. Und deswegen Vertrauen, Ärzte sind Menschen, keine Goethe, es ist deine Verantwortung. Ja. 100% unterschreibe ich, danke dir dafür. Das heißt, heute bist du krebsfrei und das seit wie vielen Jahren? 18. Mai 2018 war ich operiert an der rechten Brust und dann ziemlich zügig habe ich pathologische Komplettremission erhalten, was mir dann sehr gute Überlebenschancen mit meinem Krebs gab und gibt. Und ich denke, viele zählen bei triple-negativen Brustkrebs, egal wie aggressiv es ist und schlimm als Diagnose, dass man das zählt schon als Heilung. Also ich denke, ich bin schon geheilt, krebsfrei. Sehr schön. Wo ist Champagner? Ich habe doch gesagt, Champagner bringen. Bevor wir weitermachen und schauen, wo du heute stehst, noch eine Frage. Weißt du, warum du Krebs hattest? Oder hast du eine Theorie, warum? Ja, Hypothese, Theorien bestimmt, obwohl ich mich nicht so sehr damit beschäftige, aber ich weiß, was dann als Krebs dann passierte. Ich kehrte extrem schnell auf einen Knopfdruck zur Person, die ich damals war. Ich hatte keine Angst mehr zu sagen, was ich denke, durchzusetzen, was mir am Herzen liegt. Die Menschen, die ich nicht mochte und Angst hatte, das zu sagen, obwohl ich das nie früher hatte, bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich auf einmal auch nicht mehr. Also praktisch, ich habe mich so empfunden, als was ist mit mir passiert in den letzten 8 Jahren, 7 Jahren, wer war ich?
Und dann praktisch kehrte ich zurück zu wem ich war, als ich nach Deutschland kam. Sehr offen, sehr naiv, sehr cool, sehr großzügig, aber auch so sehr direkt. Wenn mir was nicht gefallen hat, habe ich das geäußert oder davon distanziert. Und das war grandios. Ich war so, die Krankheit hat mich so befreit. Ich dachte, ich war absolut d'accord mit dem, dass es mir nicht viel bleibt. Das war für mich wirklich kein Problem. Aber wenn mir jetzt bleibt so viel, dann möchte ich tatsächlich so leben, wie ich das will. Und Punkt. Mhm. Deswegen, ich denke, es hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich mich innerlich viel verändert habe und vorgespielt jemand, den ich nicht war. Mhm. In den Jahren davor. Vielleicht war das ein Grund. Was hat es mit dir gemacht? Wo stehst du denn heute? Also ich habe da ganz tolle Beziehungen mit mir selbst. In schweren, guten Zeiten. Ich bin mir treu, glaube im Großen und Ganzen. Passieren immer wieder so kleine Sachen, wo ich denke mir, so jetzt links oder rechts oder gerade oder so. Das ist ganz tolle Momenten, wo du jetzt noch eine Chance hast, von dir selbst wegzugehen oder doch bleiben. Ich glaube, ich stehe da, wo ich schon mit 32 Liebe erlebt habe. Also dieses Bedingungslos und diese, was ist das, jemandem zu lieben. Und meine Tochter, sie ist 5 Jahre alt, sie ist so grandios. Ich weiß, dass viele über eigene Kinder so reden, das ist auch schön. Aber jeder sagt über sie so, sie ist ein Sonnenschein, sie ist starke Persönlichkeit, sie weiß mit 5, was Tod bedeutet für sie, also ist kein fremdes Thema für sie. Sie spricht viele Sprachen, sie spricht Englisch, Russisch und Deutsch. Sie ist sehr offen zu Welt gegenüber, sie ist gute Freundin, auch aber zicke wie eine Frau sein kann. Also da sehe ich, dass sie so weiblich ist in ihr drin. Sie ist natürlich meine größte Erfolg, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ich habe einen tollen Beruf gefunden, wo ich wirklich mich erfülle. Und der ist, nehmen wir uns mal mit, wie ist dein Beruf? Was machst du? Was erfüllt dich an diesem Beruf? Seit Neuem mache ich psychologische Beratung. Manche nennen das als Personal Coaching, aber ich tendiere zur psychologischen Beratung, weil das sehr eng mit Psychologie zu tun hat. Psychologie dürfte ich natürlich beim Englisch-Lehramt sehr viel lernen, aber ich habe noch extra Studium eingelegt in psychologische Beratung. Und jetzt, nichtsdestotrotz, strebe ich nach weitere Heilpraktiker für Psychotherapie mit vielen Psychotherapieverfahren. Das wäre dann nächster Schritt. Und das erfüllt mich enorm, weil selbst abends, wo ich Fernsehen gucken könnte, ich habe ja kein Fernsehen, okay, irgendeine tolle Sendung gucken könnte, ich lese ICD, International Classification of Diseases, Abteilung F, und sehe alle meine Freunde da und gewinne sehr viel Wissen und gebe sehr viel Zeit da aus für diesen. Und das ist schon eine Erfüllung, wenn man kognitiv und emotional sehr glücklich ist. Wow, sehr, sehr, sehr schön. Ja, cool. Liebe Maria, wir kommen langsam zum Schluss. Echt? So schnell ist die Zeit vergangen. Wir haben schon 50 Minuten, jawohl. Wow. Wir versuchen, dass wir bei einer Stunde bleiben. Wir haben jetzt noch gute 10 Minuten noch gemeinsam. Aber in diesen 10 Minuten habe ich noch ein paar konkrete Fragen an dich. Auch so ein bisschen wie bei deinem Interviewformat auf Instagram davor, habe ich auch so kurze Fragen. Und dann freue ich mich auf kurze Antworten. Also diese Fragen bekommen ja alle gestellt. Und zwar darauf aufbauend, was du gerade alles heute mit uns geteilt hast. Wo siehst du dich denn in deiner Zukunft? In 5 Jahren oder 10 Jahren oder 20 Jahren? Hast du da ein Bild vor Augen, den du mit uns teilen möchtest? Ja, lass uns jetzt ein bisschen träumen. Ich versuche sehr schnell das zu packen. Also wirklich träumen. Ich mache jetzt kurze Vision für uns. Schauen wir in 20 Jahren, was passiert. Ich möchte jetzt nächstes Jahr Heilpraktiker Psychotherapie machen. Danach möchte ich meine Praxis für Psychotherapie aufbauen. Ich möchte irgendwas erfolgreich aufbauen, damit ich nicht nur 1-1 helfen kann, sondern vielen Menschen in einem Schlag. Und das wird mein Beruf und werden für nächste Jahre hoffentlich für sehr, sehr lang.
meine Tochter ist da und endlich ihr Traum geht in Erfüllung. Vielleicht in 5 Jahren habe ich noch ein Kind und dann hat sie ein Geschwister oder sogar zwei, wer weiß. Ich bin da sehr, sehr offen, bin sehr wählerisch mit Partnern, deswegen, und ich denke zu Recht, ich möchte gesund und sportlich bleiben. Ich möchte in einem schönen Haus leben, was mir gehört, mit 2 Hunden, Shibu Inus. Eine heißt Sashimi, andere heißt Sushi. Das ist cool. Niemand darf das mitnehmen. Das habt ihr alle gehört. Niemand darf diesen Namen stellen. Genau. Und mit einem super tollen Mann auf meiner Seite, der wirklich sehr, 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 sehr ruhig und stabil und wie du über deine Liebe gesprochen hast, dass man so sich sehr gut abgrenzt, aber dass man da bleibt, also dass man tatsächlich sich akzeptiert. Ja, dass ich mit dem wie zu Hause fühle und dass man sehr viel lacht, dass man sehr viel reist, dass man sich viel ermöglichen kann und anderen helfen. Ja. Wow, sehr, sehr schön. Nächste Frage. Was ist denn deine Vision im Leben oder deine Vision für unsere Gesellschaft, für unsere Welt? Meinst du, was später passiert? Oder, ja. Oder wie es sein soll, ja, um dich herum. Oh. Ich will darüber nicht wirklich sehr stark nachdenken. Ich denke, das, was mit mir passiert, passiert auch mit der Welt. Ja. Sehr schöne Veränderungen. Ich sehe wirklich weniges Negatives, wenn man jetzt gerade eigentlich viele sehen, vieles Negatives. Ich denke es nicht. Es ist Umwandlung, spannende Zeit, richtig spannende Zeit, wo wir leben dürften. Ja, alles wird gut. Sehr cool. Was ist dein Sinn im Leben? Warum lebst du? Weißt du, der Frankl, den ich so lieb habe, Viktor Frankl, der hat ein tolles Buch geschrieben, Sinn des Lebens. Ich empfehle das auch jedem, die ist nicht so lang, die ist nicht so groß. Der schreibt, dass man erwartet vom Leben irgendwas, aber fragt nicht, was das Leben von dir erwartet. Ja, ich glaube, der Sinn ist heute, dieses schöne Interview, was vielleicht eine einzige Person bewegen würde, zum Lachen bringen, aber so what? Wir haben diese super schöne, schon mittlerweile 2 Stunden bewegt und viel gemacht. Das ist der Sinn der Stunde. Der Sinn des Tages, Sonntag, top. Nicht so gutes Wetter, zu Hause chillen, Tochter abholen, tolle Zeit haben. Also die Sinn des Lebens im Großen und Ganzen, dass man Sinn in kleine Sachen sieht, wie jeden Tag, jede Woche. Wow, die Lebensmomente, sehr schön. Was ist denn dein Geheimnis mentaler Stärke? Ich könnte das jetzt nicht wirklich in Form bringen mit Worten. Ich würde nur sagen, dass man soll sich trösten, aber nicht wirklich das als Technik übernehmen. Es ist kein Geheimnis für Stärke. Das ist umgekehrt so ein bisschen penetriert dich da zu bleiben und so diesen Moment, diesen schwachen Moment zu genießen. Resilienz, wenn man es in einem Wort schafft, aber sie besteht daraus, dass man sich nicht wirklich tröstet, seine Stärke lernt, durch man das bewältigt. Einfach machen. Augen machen. Go. Oh yes. Danke dir. Noch 2 Fragen. Was lernst du gerade aktuell? Aktuell jetzt oder aktuell Monate jetzt gerade? Genau, also aktuell in deinem Leben. Also es kann jetzt sein, es kann die letzten Wochen sein. Wo hast du deinen Fokus? Was lernst du gerade aktuell? Ich bin sehr stark beruflich unterwegs. Ich gebe meine ganze Freizeit oder zu 90% alles dafür. Alles Möglichste, fundierte Diagnostik, Symptomatik, wie die Menschen ticken, verschiedene Situationen, wie man Menschen helfen kann, also welche Verfahren gibt es. Dadurch lerne ich sehr viel über mich selbst, wie sehr ich mich da fühle und dass ich tatsächlich dafür sehr gut geschafft bin und das Ganze, was ich in der Vergangenheit hatte, ist genau jetzt anzuwenden. Mhm. Ja. Mit neuer Perspektive lerne ich mein Leben kennen, meine Vergangenheit auch, von Perspektive von Psychotherapie. Ja. Ja, mega, sehr, sehr schön. Letzte Frage. Was ist denn dein Lebensmotto?
Ich habe viele Primers, so Sachen, so Sätze, die ich mag. Aber einmal bin ich aus Rom oder aus meinem Land geflogen, also auf jeden Fall aus Italien. Ich weiß nicht, das war ein tolles Magazin im Flugzeug mit einem Artikel über einen Künstler. Leider weiß ich nicht, um wen es mehr ging, aber ich habe den Satz auf Englisch gelesen: "It's distinctly my thing to turn old defeats in victory." Also es ist auf jeden Fall mein Ding, alle Niederlagen in einen Sieg umwandeln zu können. Und ich denke, das trifft sehr gut. Wenn ich eine Motto hätte, wäre das mein Motto gewesen. Das habe ich irgendwann vor Jahren in Facebook geschrieben, weißt du? Und jetzt vor ein paar Jahren gucke ich wieder, oh, cooler Satz, ah, das ist doch mein Profil. Und das unbewusst, ja, das ist mein Motto. Ja, ist großartig. Wow. Maria, zum Schluss, bevor ich zum Outro komme, möchte ich dir gerne was schenken. Und zwar möchte ich dir gerne noch 2 Minuten schenken. Und zwar eine Bühne möchte ich dir gerne schenken. Und zwar eine Bühne auf der oder 2 Minuten in der oder in denen du noch das sagen kannst, was noch nicht gesagt worden ist, was ich dich noch nicht gefragt habe, wo du denkst, ey, das muss unbedingt noch raus. Das muss unbedingt jemanden, der oder die gerade zuhört, hören und wissen von dir, wie du denkst oder irgendwie irgendetwas. Was hast du uns noch mitzuteilen? Tolle Möglichkeit, vielen Dank dafür. Weißt du, ich denke, für heute kann ich sehr dankbar sein für meine liebe Papa, meine liebe Mama. Danke euch, dass ihr mich so gemacht habt, wie ich bin. Ihr habt das Beste gewünscht, natürlich, und gemacht, so wie ihr konntet. Dankeschön. Für alle Vorfahren, die in irgendeiner Art und Weise für mich da immer noch sind, für alle Männer, die mich verlassen haben, für alle Männer, die mich unheimlich geliebt haben, für meine Tochter, die mich so weiterbringt als Mensch, für alles, was um mich passiert, vielen lieben Dank. Das ist eine wirklich schöne Zeit, wo ich das empfinde, und Dankbarkeit ist sehr wertvolles Gefühl, wenn man das empfindet. Das möchte ich äußern an alle. Wow. Und danke, Marc, dass wir uns jetzt kennengelernt haben und so unterhalten dürfen. Ich danke dir. Ich danke dir. Du hast mich ja angeschrieben und mich gefragt, Marc, ich will dich interviewen. Ich dachte, ah, cool, stimmt, ja, mache ich gerne. Und dann habe ich geguckt, ach, du bist ja total interessant als Persönlichkeit. Ich will dich auch interviewen. Und so entstand das. Schön. Du hast mir gesagt, Marie, ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ja, genau. Ich habe mich so, yes. Danke, Marc. Ich danke dir, liebe Maria, und für dich da draußen. Das war die liebe Maria Egorova. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, über Maria erfahren möchtest, du findest unten in den Shownotes oder in der YouTube-Beschreibung alles Weitere zu Maria. Maria, du schickst mir im Anschluss alle deine Links zu, die du hast, ja, auch die Buchempfehlungen etc., wie man zu dir kommt, wie man irgendwie Kontakt mit dir aufbauen kann, falls jemand von dir beraten werden möchte. Wir finden alles hier unten in den Shownotes oder in der YouTube-Beschreibung. Und ansonsten, wenn du dir da draußen auch gerade denkst, ey, das Interview war gerade mega, es hat mir extrem gefallen, aber das müssen andere Menschen hören, dann teile es bitte. Teile es bitte auf Instagram, auf YouTube, ganz egal wo, oder auf Facebook, oder teile es über WhatsApp mit anderen Menschen, die das vielleicht auch hören sollten, wo du weißt, ey, ich kann mit diesem Interview vielleicht einer anderen Person irgendwie was Gutes tun, irgendwie inspirieren, was mitgeben, weil in diesem Interview war einiges drin. Und wenn du dir noch weiterhin denkst, wow, es ist, also, da ist eine coole Geschichte, aber ich habe auch eine Geschichte, dann darfst du auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen und dann einfach sagen, erzählen, was deine Geschichte ist. Und wenn du in meinen Raster passt, und vielleicht kann dich auch Maria interviewen für ihr Format, und wenn du dann in unseren Raster passt, bei Maria oder bei mir, dann bin ich sicher, dass wir dich sehr, sehr gerne zu einem Interview einladen. Und ansonsten möchte ich einfach nur Danke sagen, dass du bis dahin dabei warst, liebe Maria. Und sehr gerne. Danke für dich da draußen, wenn du bis dahin zugehört oder zugeschaut hast. Ja, einfach total großartig. Und mit den Worten von Maria möchte ich das Ganze gerne beenden. Mach aus jeder Niederlage, die du im Leben erlebst, einen Sieg. Denn du hast es in der Hand. Vielen lieben Dank. Mach's gut. Bis dann. Das war deine Maria Egorova hier zu deiner Linken und dein Marc Schaputi alias Knochenmark zu diesem Podcast Das Leben her. Mach's gut. Bis dann. Ciao.